Shalom zusammen, wir sind bereits in dem ein oder anderen Video auf das neue Jerusalem eingegangen, die Stadt Gottes, die vom Himmel auf die Erde kommt. In Galater 4, Vers 26 steht geschrieben, dass das obere Jerusalem frei und die Mutter von uns allen ist. In diesem Video wollen wir nochmal deutlich machen, dass die Stadt Gottes auch laut Altem Testament vom Himmel auf die Erde kommt. Schauen wir zunächst nochmal ins Neue Testament, denn in Offenbarung 21 heißt es ab Vers 2, Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Nun, es gibt einige Juden, die diese Verse kennen und glauben, wir Christen würden im Phantasialand leben, weil wir an eine Stadt Gottes glauben, die eines Tages vom Himmel auf die Erde kommt. Wer meine Serie, das Buch der Offenbarung, kennt, der weiß, dass ich glaube, dass Johannes und Hesekiel die beiden Endzeitpropheten sind, wie ich im 9. Teil der Serie versucht habe, deutlich zu machen. Daher ist es auch nicht sehr überraschend, dass ausgerechnet Hesekiel nicht nur den dritten Tempel sah, sondern auch prophezeite, dass Gottes Stadt, Gottes Wohnung, in der Tat vom Himmel auf die Erde zu den Menschenkindern kommen wird. Behalten wir die Aussagen von Johannes in Offenbarung 21 im Hinterkopf und schauen wir mal ins Buch Hesekiel, denn da heißt es ebenfalls in Kapitel 37, Abvers 26, Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen, ein ewiger Bund soll mit ihnen bestehen und ich will sie sesshaft machen und mehren. Und ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Die Wohnung Gottes wird also auf die Erde kommen und dann werden auch die Heidenvölker erkennen, dass Gottes Heiligtum mitten unter dem Volk Gottes ist. Dass sich diese Wohnung Gottes, die auf die Erde kommt, sich in der Tat im Himmel befindet, wird ebenfalls im Alten Testament deutlich. So heißt es zum Beispiel im 5. Buch Mose Kapitel 26 Vers 15 und im 2. Buch der Chroniken Kapitel 6 Vers 21 Blicke herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel. Und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel, und wenn du es hörst, so vergib. Die himmlische Wohnung Gottes kommt also vom Himmel auf die Erde, so wie es auch Johannes im Buch der Offenbarung prophezeite. Das bedeutet also, dass wir, wenn Jesus zurückkommt, nicht in den Himmel fliegen und dann im dritten Himmel sein werden, sondern der Himmel bzw. die himmlische Wohnung Gottes wird auf die Erde kommen. Schauen wir uns nochmal an, wem laut Bibel der Zutritt in die Stadt Gottes verwehrt wird. In Offenbarung 22 heißt es ab Vers 14, Glückselig sind, die seine Gebote tun, die Gebote Gottes, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können, ins neue Jerusalem. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Hier werden also einige Personengruppen aufgezählt, wie zum Beispiel Zauberer, Götzendiener und Mörder, aber auch jeder, der die Lüge liebt und tut. Nun, wer die Gebote Gottes hält, der liebt und tut die Lüge jedenfalls nicht, denn im Psalm 119, Abvers 86 und im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3 heißt es, Alle deine Gebote sind Wahrheit, sie aber verfolgen mich mit Lügen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und auch heute ist es leider in großen Teilen des Christentums so, dass man die Christen mit Lügen verfolgt, nämlich mit Menschengeboten und heidnischen Traditionen, während man die Wahrheit unter den Teppich kehrt, nämlich die Gebote Gottes. Deswegen kritisierte Jesus auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, weil sie genau dasselbe taten, was heute größtenteils im Christentum getan und gelehrt wird. Jesus sagte in Markus 7, Abvers 6, Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir.
Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Viele Juden halten Gebote vom Talmud ein, die nicht in der Bibel stehen, Muslime halten Gebote aus der Scharia ein, die nicht in der Bibel stehen, und auch viele Christen halten und feiern Gebote und Feste, die nicht in der Bibel stehen, weil sie den Lügen dieser Welt mehr gehorchen als den himmlischen Geboten Gottes. Wenn ich, so wie viele andere Christen, vor der Gesetzlosigkeit warnen, die laut Jesus Aussagen in Matthäus 24, Vers 12 in der Endzeit Überhand nehmen wird, weswegen die Liebe in vielen erkaltet, dann hat das einen Grund. Deswegen gibt es auch im Buch des Propheten Hesekiel eine wichtige Warnung, die er wohl auch selbst in den letzten Tagen weitergeben wird, weswegen auch wir einen Auftrag haben. So heißt es in Hesekiel 3, ab Vers 18, Wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, du sollst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und redest nicht, um den Gesetzlosen von seinem gesetzlosen Wege zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gesetzlosen warnst, und er kehrt nicht um von seiner Gesetzlosigkeit und von seinem gesetzlosen Wege, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, du aber hast deine Seele errettet. Wer sich also immer noch fragt, warum ich und viele andere Christen oft vor der Gesetzlosigkeit warnen, die viele Christen praktizieren und lehren, dann liegt das an den Warnungen Gottes, die er durch seine Propheten offenbarte. Wir haben in Hesekiel 3 außerdem gelesen, dass die Gesetzlosigkeit mit Ungerechtigkeit gleichgesetzt wird, weil die Gesetzlosigkeit zu Ungerechtigkeit führt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14 steht geschrieben, Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Diejenigen, die die Gesetzlosigkeit lehren und tun, also glauben, Gottes Gesetz und die Gebote seien abgeschafft, 4. Gebot und die Feste und so weiter, leben also geistig in der Finsternis, während diejenigen, die gerecht leben wollen, indem sie die Gebote des Gesetzes Gottes halten, mit einem Licht verglichen werden. Deswegen heißt es auch in Sprüche 6, Vers 23, in Kapitel 28, Vers 9 und in Saharia 7, Vers 12, Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Groll, und sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten das Gesetz nicht hören. Sünder sind wir alle, weswegen Gott seinen Sohn in die Welt sandte, damit er unsere Sünden trägt, doch es ist ein Unterschied, ob man Gottes Gesetz lehrt und versucht es zu halten, auch wenn wir natürlich alle Fehler machen und sündigen, als wenn man von vornherein die Gesetzlosigkeit tut und lehrt, vor der Jesus warnte, und lieber Menschengebote und heidnische Traditionen lehrt und tut, anstatt der Wahrheit, der unser Weg erleuchten soll, doch die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen, nämlich unser Herr und Meister, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.